Guten Abend, Freunde der Sonne, ich bin wieder am Start, euer Simon. Freunde, eine neue Runde, Freunde, würde ich mal sagen. Wir reagieren nämlich heute mal auf kleine YouTuber eben halt. Ich habe mir mal ein paar Fans eben halt, die, ja, wie gesagt, die machen natürlich auch YouTube. Und ganz ehrlich mal, ich gebe euch gerne auch mal Support zurück eben halt, weil ihr wirklich übelst krass immer am Liken etc. eben halt seid. Deswegen ist es einfach für mich natürlich auch immer so eine Ehrenbruderbasis, einfach mal darauf zu reagieren. Ich weiß gar nicht, wie man es hier genau richtig ausfindet. Es war Nix Nigel oder X Nigel eben halt. Der hat einen kleinen YouTube-Kanal, der macht eben halt dieses QMR. Eben halt ein paar Fragen einfach mal zum Antworten. Wir schalten jetzt einfach mal rein, eben halt, was, glaube ich, jeder von euch, der so ein bisschen YouTube eben halt anfängt, glaube ich, auch einfach mal fragt. Da bin ich einfach mal gespannt, was er da so an Fragen halt hat, weil ich kenne das halt selber, wenn man halt anfängt, dass es halt ziemlich schwer ist. Deswegen würde ich sagen, Freunde, ganz entspannt, wir schalten jetzt mal rein, lasst die Daumen sprechen und ich würde sagen, wir starten jetzt mit einer neuen Reaction auf kleine YouTuber. Los geht's! So, dann fangen wir jetzt mit der ersten Frage an. Wie bist du darauf gekommen, mit YouTube anzufangen? Das ist ganz einfach. Zwei Freunde von mir haben damit angefangen und dann dachte ich mir halt, komm, ich fange damit auch an und ja, ist das schon was? Nein, ich verdiene mit YouTube noch kein Geld. Was willst du für Videos bringen? Also das erste Mal, Mashallah, er hat einen geilen Snipes-Pullover an, definitiv muss ich dazu sagen, eben halt, ich weiß halt selber, wie schwer das ist, wenn man ein kleiner YouTuber ist. Und noch unter 100 Abonnenten und sowas ist eben halt, ist es natürlich super schwierig eben halt. Aber ich finde das cool, dass er damit anfängt. Und ich glaube, man sollte auch, glaube ich, auch nochmal, Grüße an dich nochmal raus, überhaupt gar nicht auf dieses Scheiß-Geld-Thema eingehen. Ich glaube, man sollte das erstmal machen, dass man Spaß hat und dass man Bock hat, halt Videos zu machen und nicht, glaube ich, diesen Grundgedanken haben, ja, ich will jetzt die fette Asche damit verdienen, sondern wirklich einfach Spaß haben, jeder, der YouTube halt macht. Einfach mal Video zu machen, gucken, ob man ankommt, ob die Nische, die man natürlich auch macht, muss ich halt sagen, auch wirklich ankommt. Ich hatte damals Glück, als ich auf Loredana reagiert habe, wie ihr hier eben halt seht, das Ding hat gleich an einem Tag irgendwie 2000 Klicks bekommen und damit war das Game, so kann man sagen, halt eröffnet, dass man wirklich so, oh krass, jetzt auf jeden Fall neue Videos machen, noch mehr machen, muss man dazu sagen, aber gefällt mir auf jeden Fall ganz geil, dieser Snipes-Pullover, Mashallah, so muss das sein, ich würde sagen, wir gucken mal ganz entspannt weiter, los geht's. Was sind deine Hobbys? Ja, ich bin bei der Jugendfeuerwehr und ja, mache YouTube. Was willst du mit YouTube erreichen? Ich will auf jeden Fall die 1000 Abonnenten schaffen. Willst du 100 Daily Vlogs machen? Nee, das will ich gar nicht schaffen. Da bist du oft auf YouTube aktiv. Ja, ich gucke halt generell auch von anderen YouTubern Videos. Und ja. Auch wenn ihr YouTube eben macht, wie gesagt, macht auch erstmal andere Sachen. Für Freunde oder sowas, vielleicht geht das doch ein bisschen vor, weiß ich ja nicht. Das kommt dann, wie groß ihr seid und wo ihr natürlich eure Priorität immer sieht, das muss man natürlich da auch zu sagen. Aber sonst, wenn ihr kleine YouTuber seid, macht auf jeden Fall euer Ding. Macht das wirklich nur, dass es halt Spaß bringt. Guckt dann, wo ihr nachher seid. Aber macht das einfach aus dem Herz. Auf jeden Fall, Grüße gehen nochmal raus. Wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall den jungen Mann mal abonnieren. Natürlich hier nochmal in Ehrenbruderbasis natürlich auch nochmal ein Abo dalassen, diesen Kanal, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns natürlich bei der nächsten Reaction wieder, Freunde. Hier pünktlich auf meinem Kanal natürlich wieder. Da hat mein Handy natürlich wieder geklingelt, Freunde. Also bis dahin, Shalom und alles Gute.